Herzlich willkommen zurück, Leute, zu The Order 1886. Wir befinden uns immer noch hier oben auf dem Dach. Gucken uns die wunderschöne Stadt an. Oh, da hinten fährt sogar ein Zug rum. Und jetzt schauen wir einfach mal weiter. Ein bisschen hier mal die Texturen anschauen. Sieht schon alles sehr schön aus. Kann man sich nicht beschweren. Oh, ein Schaukelpferd, schön. Ich habe noch keine Ahnung, ob es hier irgendwas wie irgendwelche Collectibles gibt oder so. Deswegen gucke ich mich hier mal ein bisschen um am Anfang. Sind wir denn hier? Auf jeden Fall alles sehr schön detailliert gemacht. Dich mit E-Grain. Ah, so kann ich mir das Ziel nochmal anzeigen lassen. Okay, hier kann man wohl nicht einfach rein überall. Gucken wir jetzt trotzdem einfach erstmal noch um. Schneller laufen kann ich jetzt auch nicht, aber mein Gott. Ich will mir eh hier alles schön anschauen. Sieht schon echt gut aus. Sehe ich mich im Spiegel? Oh. Da sehe ich mich nicht. Das ist schade. Aber jetzt auch nicht so schlimm. Hallo. Ja. Er will mir nichts sagen. Hier, kann ich hier speichern in der Schreibmaschine, wie bei Resident Evil? Wahrscheinlich nicht. Morgen. Morgen. Da gibt's irgendwas. Morning Post. Mysteriöses Verschwinden in Whitechapel. Alles klar. Boah, das lese ich jetzt aber nicht den ganzen Zeitungsartikel. Aber es gibt mysteriöse Verschwinden. Alles klar. Damit noch irgendwas machen. Irgendwie drehen, anschauen? Nee. Was ist denn da noch so? New Factory for New Jobs. Police Situation deemed unsatisfactory. Alles klar. Street Entertainer beats Lawyer with Rolled Newspaper. Ja, alles klar. Lustig, lustig. Ah, schön, auch hier. Das Lighting, alles schön gemacht. Da ist wieder irgendwas. Ein Familienfoto. Das ist auch cool, wie dann sich das Licht da verschieden spiegelt. Windham Family. 20. Juli 1886. Mit einer Thompson Portrait Studio gemacht. Guten Hallöchen. Tag, Sir. Guten Tag, Sir. Na? Schön am Arbeiten hier. Okay, das ist wohl die falsche Seite. Das Einzige, was ich bis jetzt bemängeln kann, ist, dass ich im Spiegel nicht reflektiert werde. Oh, was ist das denn? Wachszylinder enthalten eine aufgezeichnete Audionachricht. Drücke Options, wähle Archiv, um dir diese Aufzeichnung anzuhören. Das schauen wir mal kurz an. Archiv. Es geschah in Abspielen. den Tagen des Uther Pendragon, als er König von ganz England war. Ach, schade. Ich dachte, das wird weiter abgespielt, wenn ich hier rausgehe. Weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das hier alles
könnt ihr Pause Ich gehe machen und runter auf euch die das Straße. durchlesen. Das ist, glaube ich, fürs Bestätigt. Let's Play nicht ganz so spannend. Oha. Ah, bin ja der Grobian. Ich hau hier alles weg. Aber es gibt wohl auch Sachen zum Einsammeln. Das ist mal sehr schön. Nämlich auch schon im Internet gehört, gibt keinerlei Interaktionsmöglichkeiten. Habe ich hier jetzt schon mal anderes gesehen. Okay, dann schauen wir mal hier auf den Balkon. Oh. Das sieht schon echt geil aus. Springen wir mal darüber. Ich könnte mich hier den ganzen Tag an dieser Grafik ergötzen. Oh, schön. Da das Laub schön am Haus. Beziehungsweise der Efeu, nicht das Laub. So, jetzt gehen wir mal runter auf die Street. B. Ja, Kreis. Galahad, Igraine, was Neues von Lafayette? Negativ. Oh, sieht das geil aus, ja. Hier, wie sich die Sonne spiegelt. Wahrscheinlich knüpft er einfach irgendwo Kontakte. Das wäre. Ich weiß, was ihr denkt. Aber glaubt mir, er ist in Ordnung. Wenn du meinst. Ich habe jedenfalls keine Zeit, ihn zu suchen. Ich weise die letzten Constables ihren Posten zu. Alles klar. Es tut mir leid, Leute. Ah, da haben wir nämlich schon wieder irgendwas. Ich muss mich hier einfach umschauen. Charles Dickens, A Tale of Two Cities, The Golden Thread. Alles klar. The Ring of Nibelung. Aha. Schön. Dreckige Rückseite. Kann man sich auch anschauen. Hier so. Gibt's Chocolate-Bonbons? Lecker! Ja, hier. Schau euch das mal an, hier, der Efeu. Geil, einfach nur alles. Geil! Mir gefällt das. Aber wir müssen mal ein bisschen vorankommen hier. Irgendwo wieder ein Wachszylinder oder irgendwas rumhängt. Ah, hallo Leute. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir jeden gebeten haben, die Häuser nicht zu verlassen. Haben Sie mit Ihnen gesprochen? Nicht das. Wie wollen Sie dann für Sicherheit sorgen? Was, wenn unsere Tochter nach draußen läuft? Was sollen wir dann machen? Hm? Gibt es leckere Sachen zu essen? Ah ja. Ja, Polizeiaktivitäten, die lassen wir mal hier Polizeiaktivitäten machen. Geil. Ich will mir hier echt alles anschauen. Von daher stört es mich auch überhaupt nicht, dass ich hier nur gehen kann. MCMLTD. Butcher and Sausage Maker. Schönes Fleisch. Dieser Mann braucht medizinische Hilfe. Leider steht derzeit kein medizinisches Personal zu unserer Verfügung. Wir haben hier alle Probleme. Und mal hier hinten in diese Gasse. Cool, man kann auch durch die Fenster reinschauen ein bisschen. Gefällt mir auch. Weil meistens sind die Fenster einfach hier nur irgendwie so in den meisten Spielen so dunkel und man kann halt nicht reinschauen. Hier Milk and Cakes. Wie das hier alles detailliert ausgearbeitet ist, das ist schon ziemlich nice. Geht es Ihnen gut, Sir? Sir, atmen Sie langsam.
Ah, gibt's noch was? Was steht denn da drauf? Boah, wie geil das ist hier. To my dearest. Naja, war wohl ein Geschenk. Kann ich das auch mitnehmen? Nö. Egal. Fresh Stock. Was gibt's hier? Quality Furnishing. Ah ja. Möbel. Blumen. Oh. Sie müssen den gesamten Bezirk absperren und zwar leise. Wie kommt es, dass du so schnell hier bist? Bin einfach gut. Können lieber. Ja, ganz genau. Ich gebe zu, für einen Mann deines Alters bist du sehr schnell. Kein Ritter wird gern von einer Dame an seine Schwächen erinnert. My Lord, so etwas Herzloses könnte diese Dame doch gar nicht tun. Sicher, Izzy, würdest du nie tun. Um was geht es? Ein paar Irre laufen amok. Percival glaubt, es könnte eine List der Rebellen sein. Na, hoffentlich hast du nichts verlernt. Denk dran, wer dich trainiert hat. Er war der Beste. Zu seiner Zeit. War? Du bist noch ziemlich gut. Aber ich bin besser. Ja, Ma'am. Egwene, melde dich. Bestätige, Percival. Mehrere Entflohene beim Osteingang der Vereintes Indien U-Bahn-Station gesichtet. Geh vorsichtig vor. Verstanden. Na los, Gray. Gehen wir. Na klar gehen wir. Alles klar. Sie kann ich mir anschauen. Sie kann jetzt hier laufen. Ich aber nicht. Ich mag mich eh noch hier ein bisschen umschauen. Weitere schöne Läden. Hier Klamotten. Och, die ganzen Schaufenster detailliert. Was ist das hier? Ah. Schuhe. Okay, da scheint es nichts zu geben. Auch hier ein schöner Brunnen. Mortisons Woman's Fashion. Es sieht einfach geil aus, ey. Ich könnte echt den ganzen Tag mir das hier anschauen. Was gibt's hier denn Schönes? Hemden. Und Fliegen, naja. Royal Spear Tobacco. Alles klar. Der letzte Überfall auf die Stadt ist schon Jahre her. Du bist halbblütig. Ja. Das kann nicht sein. Die Ritter beschützen. Ah, jetzt kann ich mich ein bisschen schneller bewegen. Hier noch irgendwas? Einen schönen Wachszylinder zum Beispiel? Nö. Ah, hier ein schönes Café. Es ist schon echt... Es sieht einfach so geil aus. Es tut mir leid, wenn es jetzt ein bisschen langweilig ist und ich mir hier alles anschaue. Aber das muss man schon auch würdigen. Weil hier die ganzen Leute, die dann immer sagen, das Game dauert ja nur 4-5 Stunden. Wahrscheinlich einfach halt sobald überall durchgerannt. Lass niemanden mehr durch. Sicher, dass Sie keine Hilfe brauchen? Meinen Sie einen starken Mann, der alles kontrolliert? Genau. Gehen Sie uns einfach aus dem Weg. Sie wollen doch nicht irrtümlich draufgehen. Ärger. Die üblichen schießwütigen Söldner. Die Vereintes Indien Kompanie will enthusiastische Handlanger. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein Haufen Söldner, die noch mehr Chaos stiften. Sie haben den Befehl, alles abzuriegeln. Alright, oh, jetzt muss ich wieder hier runter. Was für ein geiles Gebäude da. Entschuldigung. Naja, wir gehen mal hier runter. Vor was haben die denn Angst? Ich möchte aber noch nicht in den Aufzug. Hier ein bisschen gucken. Okay, U-Bahn-Netz, alles klar. Ja, okay, mehr gibt's hier wohl nicht. Ach, das ist gar kein Aufzug. Ah, die
ganzen Plakate. Galahad, in Deckung! Alles klar. Gehen wir an die Arbeit. Gehen wir an die Arbeit. Alles klar, Pistol. Ah, so kann ich feuern ohne zielen. So kann ich nicht zielen. Oh, sorry, Bro. Okay. Ach so, dann tausche ich das aber aus. Nee, ich möchte lieber das behalten. Verschwindet von hier! Sucht nach Waffen! Ihr zwei! Schwingt eure Ärsche hierher! Ich brauche Hilfe! Los jetzt! Los! Los geht's, ihr Bastarde! Oh, in der Deckung. Flüchtling erledigt! Ah, sorry, Leute. Mehrere Entflohene kommen aus der Gasse. Ein paar sind zum Atrium unterwegs. Fail. Der Brenner kommt zu uns! Oh, oh, oh. Straße frei. Im Hof sind noch mehr. Alles klar, im Hof sind noch mehr. Was war das? Hier hat übrigens geleuchtet. Ah, hier kann ich Money auffüllen. Sehr schön. Oh, ich werde schon wieder beschossen. Verdammt! Die haben alle nur diesen komischen Revolver. Oben auf der Treppe! Oh. Oh. Fight erledigt. Alles klärchen. Oh, da ist noch einer. Gut, alles klar. Die haben ja alle diesen Revolver. Gucken wir uns hier nochmal kurz um, ob es hier irgendwas noch gibt. Die Gegner sind ja alle tot, glaube ich. Ja, Gunplay fühlt sich gut an. Macht Spaß. Ist halt, ja, da kann man wirklich sagen, ist halt einfach standardmäßig hier Deckungsshooter, in die Deckung gehen, rausschießen oder ohne Deckung schießen. Geil, wie er sie über Kopf hält. Ich lade nach! Bam, bam. Ist irgendwo Muni wieder zum Auffüllen? Nee, brauche ich jetzt, glaube ich, aber auch nicht. Na gut. Dann. Ich schwöre, der kriegt eine ordentliche Abreibung! Hilfe! Verdammt! Im Atrium könnten noch mehr sein. Wir sollten reingehen. Okay. Da gehen wir auch rein, aber in der nächsten Folge. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zusehen. Jetzt scheint immer die Action ein bisschen loszugehen. Nicht mehr immer nur hier die geile Grafik anschauen. Oh, schön. Okay. Jetzt geht die Action los. Aber in der nächsten Folge. Ich danke euch wieder ganz herzlich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei The Order 1886. Und haut rein, Leute.